Dritte Liga. Carl Zeiss Jena empfängt Zwickau. Zwickau geht in der 43. Minute per Elfmeter 1-0 in Führung. Viteriti. Halbzeit 1-0 für Zwickau. Zweite Halbzeit 76. Minute. Sulu mit den 1-1 und 88. Minute. Rohr mit den 2-1 für Jena. Damit gewinnt Jena ein Spiel. Jena weiß noch, wie man punktet. Und Riesenrespekt dafür. Sie haben jetzt nach 23 Spielen 16 Punkte und leben damit wieder. 18 Platz höher. Also es sind immer noch 9 Punkte bis zu Viktoria und Viktoria ist Platz 17. Und 11 Punkte bis Chemnitz, also bis Platz 16. Platz 16 ist sicher. Also 11 Punkte sind es immer noch, aber trotzdem, man lebt wieder. Zwickau hat 28 Punkte, also ist 12 Punkte vor Jena. Ist eigentlich ein guter Vorsprung, also Zwickau müsste es eigentlich schaffen. Und zynisches Testing. Wir haben 16 Schüsse von Jena, 10 von Zwickau, 9 aufs Tor von Jena, 3 von Zwickau. 46% Ballbesitz von Jena, 44% von Zwickau. 360 Pässe von Jena, 300 von Zwickau. 76% Passgenauigkeit von Jena, 59% von Zwickau. 18 Fouls mit 2 gelben Karten hat Jena verursacht, 20 Fouls mit 3 gelben von Zwickau. Glückwunsch an Carl Zeiss Jena.